Wir danken dir, Vater, für heutigen Abend. Wir danken dir, dass du unter uns bist. Wir danken dir, dass du unser Herr, unser Wegweiser und unser Heiler bist, Vater. Wir danken dir heute für deine Präsenz unter uns und wir hoffen und erwarten viele, viele Wunder, Vater. Und deine Führung, Heiliger Geist, für die Menschen, die wir dir bringen im Gebet. Wir danken für deine Präsenz, Herr, Heiliger Geist, Vater und Sohn, für deine übernatürliche Liebe, für deine Wunder, für deine Größe und dass du immer, immer bereit bist, Herr, die Veränderungen, die Wunder an uns zu tun, an denjenigen, für die wir beten auch, dass wir deine Wunder und deine Verheißungen aus deinem Wort an uns annehmen und da glauben, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. 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 Und danke, Vater, dass du mich jetzt übernimmst, damit dein Wort rausgeht. Danke für Führung und Leitung im Namen Jesu. Yes. Amen. Amen. Ja, dann gehen wir sofort ins Wort und da lesen wir aus Sprüche, aus den Sprüche 4. Ab Vers 20 bis 23. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihren ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen. 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 Wir haben die Stelle jetzt in den letzten Malen immer wieder mal gehabt und wir wissen auch inzwischen, dass heilsam, dass da das griechische Wort Marpe ist, Medizin. Aber ich möchte heute einen anderen Punkt anschauen und der ist, wo Gott sagt, achte auf meine Worte. Und das letzte Mal haben wir uns auch angeschaut, wo Paulus sagt zu den Thessalonikern: Ich danke euch, dass ihr das von uns verkündete Wort nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Und wenn Gottes Wort eben, wenn wir das so nehmen, wie es jetzt auch hier steht, achte auf meine Worte. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes und es heißt, achte auf meine Worte. In dem Fall redet jetzt Gott durch mich sein Wort und darauf sollen wir achten, wir sollen es aufnehmen als Gottes Reden. Und dann ist was ganz Interessantes, neige dein Ohr zu meinen Reden. Neige dein Ohr und wenn jemand jetzt sein Ohr neigt, da gibt es so ein schönes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel, wir sitzen jetzt alle zusammen und der Radio läuft nebenbei und dann kommt meinetwegen eine Eilmeldung oder so oder Wettervorhersage und jemand sagt dann, oh, sei mal leise und neigt sein Ohr zum Radio, weil man das unbedingt hören möchte. So ungefähr. Und auch ein bisschen eben, sei total fokussiert auf mein Reden. Also hör zu und dann eben, lass sie nie aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Und das sind zwei Sachen. Wir sollen zuhören und diese Worte auch bewahren im Herzen. Und ich glaube, dass es zweierlei Hören gibt. Also einfach so. Naja, man hört halt jetzt so nebenbei und dann aber eben das Hören. Und ich glaube, dass das eine Hören, das geht halt im Verstand und dann hat man noch mehr Wissen. Aber Gottes Wort soll in unser Herz dringen, wo er eben ja auch sagt, geglaubt wird mit dem Herzen, dass diese Worte in unser Herz dringen und bleiben, dass wir das so aufnehmen. Und
Und da ist es eben, ne, behüte dann dein Herz, weil da geht das Leben aus. Und das ist eben mein heutiger Punkt, dass wir zuhören, dass wir uns gar nicht ablenken lassen und nebenbei aufs Handy schauen oder was auch immer irgendwie abgelenkt sind, sondern auf Gottes Wort hören, unser Ohr neigen zu seinem Reden. Und dann schauen wir uns eine nächste Stelle an, und zwar im Lukas 5, im Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Also, da kamen die Menschen, um das Wort Gottes zu hören. Lies es nochmal, Brigitte. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und das ist der Punkt. Die Mengen kamen, um ihn zu hören, um das Wort Gottes zu hören. Ja. Die kamen jetzt nicht irgendwie und haben gesagt, na ja, wenn du mich berührst oder wenn dies oder jenes, sondern um das Wort Gottes zu hören. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil der Glaube, und das schauen wir uns auch noch an, der Glaube kommt ja vom Hören. Römer Amen. 10, 17. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Rebe Nee, seid, nee, nee. falsch, ne? So. Moment. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Glaube kommt, ne, der eine, ich verkündige jetzt in dem Fall, aber der Verkündiger braucht ja welche, die ihm zuhören, die das hören. Also kommt der Glaube vom Hören, und das ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott redet, dass wir ihn zuhören und dass wir dieses Wort in unserem Herzen bewahren. Amen. Und jetzt nicht nur eben Wissen ansammeln und immer mehr. Und ich glaube, dass da die Heilung drin ist. Manchmal sofort, manchmal dauert es vielleicht eine Weile, aber wenn wir diese Worte dann in unserem Herzen bewahren. Und sagt Gott immer wieder eben, das ist auch in der Offenbarung, Offenbarung 2, 29 oder 3, 6, 13, 22, da steht, Da brauche ich meine andere Bibel. Moment. ich kann es auch kurz vorlesen. Ja. Da sagt Gott eben zu den Gemeinden immer wieder, sagt er, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und eigentlich kann man ja sagen, wir haben ja alle Ohren. Aber hier geht es um geistliches Hören. Das geht nicht um Informationen und ja, ich kann jetzt alle Bibelstellen und ich habe mir, das ist gut, sie alle zu kennen und auswendig zu wissen und so weiter. Aber es geht um ein geistliches Hören. Drum Amen. sagt er eben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu sagen hat. Und ich möchte wirklich, dass wir das lernen zu praktizieren, dass wir in die Gemeinde straight to Gott gehen. Also zu ihm einfach, wir setzen uns da rein und wir erwarten von ihm, wir empfangen von ihm. Und ich habe das oft bei meiner Schwester so gesehen, wenn die zugehört hat, dann hat die sich hingelegt und hat nichts anders gemacht, hat die Augen zugemacht und lag da und hat das Wort richtig verschlungen. Und man hat es gesehen, also auch an ihrem Ausdruck und so. Und sie hat viele übernatürliche Erfahrungen mit Gott gemacht. Und
Und das ist so wichtig, dass wir das praktizieren, dass wir, Hm. wenn die Predigt kommt, dass wir direkt eben zu ihm, also von ihm erwarten und hören. Genau. Und es sagt ja Jesus auch selber in Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das Fleisch nützt gar nichts. Also auch der Verstand nützt gar nichts, ne? Sondern das Wort Gottes. Also, und wenn wir es nämlich eben dann brauchen, wie in Heilung, es nützt nichts, wenn wir das Wort nur in unserem Verstand haben. Das Wort muss in unser Herz und es ist Leben. Geist und Leben. Amen. Wow, das ist, also, und diese Worte, die geben Leben und das merke ich immer wieder, wie manchmal fühle ich mich, wenn ich eben im Wort Gottes bin, wie wenn ich so eine Vitamin B-Spritze bekomme, wo man einfach wieder Kraft da und weiter geht's und auch überwinden kann, eben, weil diese Worte lebensspendend sind. Und es ist genauso andersrum auch, wenn man jetzt viel eben sich beschäftigt mit Fernsehen, Soaps, auch Politik, da hört man so viel Schlechtes. Also das kann auch ins Herz gehen und auch runterziehen in die andere Richtung. Also negative Worte oder freundliche Worte oder eine freundliche Antwort, heißt es in den Sprüchen, dass das einfach oft Zorn zurückhält oder so. Und genauso ist es andersrum. Worte können auch richtig verletzend sein und wehtun. Eben. Oder viele sagen, oh, als Kind hatte ich das oder jenes und haben oft von den Eltern vielleicht, kennen welche, da hat der Vater immer gesagt, ja, ihr seid ja jung und dumm und da wird ja eh nichts so. Und die Kinder haben sich das gemerkt und darunter gelitten. Aber Jesu Worte sind Geist und Yes, lebensspendend. Amen. Wow. So, und ich habe letztens auch gehört von ein japanischer Forscher war das, und der war jetzt nicht gläubig, aber der hat Tests gemacht mit gefrorenem Wasser. Der hat Wasserkristalle und zu manchen hat er einfach schöne melodische Musik laufen lassen, bei anderen eben unmelodisches oder Lärm oder einfach Worte gesprochen, gute Worte, schlechte Worte. Und man hat es an dem Aussehen dieser Kristalle gesehen. Und wir sind so gemacht, die Pflanzen sind so gemacht, das ganze Universum wird zusammengehalten und bringt weiter einfach Früchte durch das Wort Gottes, heißt es im Hebräer. Und deswegen ist es einfach keine Information. Und letztes Mal haben wir das schon auch gehört, eben das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es Amen. ist in uns wirksam. Und deswegen ist es so wichtig, wie wir hören, von wem wir hören. Eben keine Informationen und auch nicht von irgendjemand, sondern Gott redet, wenn es sein Wort natürlich ist. Und da schauen wir uns auch in der Apostelgeschichte, das schauen wir uns mal an, Apostelgeschichte 14, Vers 9. Dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Also der saß da als Bettler, ne, eben, glaube ich, und saß da und hörte. Er hörte Paulus, ne, oder Petrus. Paulus. Er hörte Paulus reden.
Und durch das Reden hat er Glauben bekommen und wurde geheilt. Also das ist der Weg. Er hörte zu. Und Paulus hat erkannt eben, dass er den Glauben, dass er bereit war einfach. Und der Glaube, ne, aber das war jetzt nichts irgendwie, oh, ich hab so toll geglaubt oder so, sondern wir hören zu und der Glaube kommt. Amen. Genauso eben, wo es heißt, er sandte sein Wort und heilte sie. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Und was mir bei dem Studieren dann auch so auf oder gekommen ist, mir gefällt es oft eben, was Worte, also wo jetzt zum Beispiel der Dienst der Versöhnung, wo das Wort Sohn mit drin ist. Und genauso haben wir immer wieder auch in der Bibel, wer hat unserer Verkündigung oder dem Evangelium gehorcht? Und das finde ich auch irgendwie so interessant, weil da ist nicht nur das Hören drin, sondern auch das Tun. Wenn jemand horcht, also gehorcht, dann tut er auch. Dann tut er auch die Worte umsetzen. Hat mich begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, im Markus 4. Vers 20 Nee, bis nee, nee. Und zwar, wir fangen vorher ein bisschen an. Und zwar 14. 20 oder? Ja. Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät worden wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willens, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Also da sind, ich höre das öfter mal, wo viele sagen, das lasse ich mir nicht mehr rauben oder so. Das ist nicht nur, wenn man genug an dem Wort festhält, sondern hier sind eigentlich die Wege drin, wie es geraubt wird eben. Aber im Vers 20, da eben ein gutes Erdreich, das ist unser Herz. Und da haben wir auch wieder, welche das Wort hören, welche es hören. Und das ist, was ich eben für heute einfach uns allen mitgeben möchte, dass wir darauf achten, wie wir hören, dass wir mit geistlichen Ohren hören und nicht nur, naja, das nehme ich jetzt halt so nebenbei. Und dann geht es nämlich in unserem Verstand und dann haben wir mehr Wissen. Das ist gut, aber wir sollen es hören und aufnehmen. Und dann wird es Frucht bringen. Eben, das ist stark, oder? Amen. Amen. Genau. Und ich möchte jetzt noch zum ganzen Schluss möchte ich jetzt einfach euch eine Heilungsstelle noch vorlesen. Die kennen wir alle, aber es soll einfach
Ich möchte einfach, dass ihr heute anders hört, so wie wir es einfach gehört haben und gelernt haben. Und da lese ich jetzt euch ein paar Heilungsstellen vor. Ich muss nur kurz blättern. Genau. Brigitte, du kannst jetzt auch zuhören. Danke für dein Helfen. Sehr gerne. Fürwahr, er hat deine Krankheit getragen und er hat deine Schmerzen auf sich geladen. Er wurde bestraft, von Gott geschlagen, doch um deiner Übertretung willen wurde er durchbohrt, wegen der Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, dass du Frieden hast. Und durch seine Wunden bist du geheilt worden. Er hat die Krankheit getragen und die Schmerzen weggenommen. Er hat sie weggenommen. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Gott hat Gutes über dich gesprochen. Gott hat gute Gedanken für dich. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Keine Plage wird sich dein Zelt, dein Haus, dein Körper nahen. Keine Plage. Er will dich sättigen mit einem langen Leben. Du wirst ein langes Leben haben und deinen Lauf vollenden. Sei geheilt. Er trug die Sünden am Holz, damit du die Gerechtigkeit Gottes würdest. Und durch seine Striemen bist du geheilt worden. Du bist es schon. Und jetzt, wo du das hörst, nimmst du das auf und es geht auf deinen Herzensboden. Du wirst diese Worte bewahren. Du wirst über diesen Worten meditieren. Diese Worte geben dir Leben und machen deinen ganzen Leib lebendig. Du bist gerecht. Du bist genauso gerecht wie Gott. Du bist die Gerechtigkeit Gottes geworden. Und darum wirst du hüpfen, raushüpfen, wie ein Kalb aus dem Stall. Vollkommen wiederhergestellt und gesund. Amen.